Der erste Spatenstich für eine neue Werkshalle. Die Firma Binder in Tuttlingen möchte mit der neuen Halle mehr Raum für die Produktion schaffen. Die Binder GmbH produziert Simulationsschränke, die zum Beispiel in der Chemie-, Kosmetikherstellung, aber auch in der Elektroindustrie benötigt werden. In den Schränken wird eine Situation, wie sie in der Umwelt vorkommen könnte, simuliert. Die Halle soll bis Juli 2011 fertiggestellt werden. Sie bietet Raum für 50 Arbeiter. Mehr Platz, auf dem die bisherigen Arbeitsabläufe verbessert werden können, soll eine Steigerung der Produktivität insgesamt nach sich ziehen.